Hallo und herzlich willkommen zum Adventskalender, heute mit dem Brudersloch. Das Brudersloch, das ist ein Loch und da lebt ein Bruder drin. Das war's. Tschüss. Ja, okay, der Gag ist scheiße. Aber das Wichtige beim Brudersloch ist, dass der Zugang auf eigene Gefahr erfolgt und es handelt sich um eine Eremitage. Und so viel Französisch kann selbst ich, das ist eine Einsiedlerei oder so ähnlich. Und die Sage nach soll hier im Brudersloch, wir gucken es uns gleich an, um 1300, 1400, irgend sowas um den Dreh, mal ein einsamer Bruder gelebt haben. Was es mit dem so auf sich hat, da gibt es jetzt verschiedene Varianten und verschiedene Überlieferungen. Die einfachste Lösung wäre, es handelt sich tatsächlich um einen Mönch, Bruder, der hier gelebt haben soll und sich von Fisch aus der Kanda ernährt hat. Die Kanda ist da unten, das was rauscht. So richtig sehen kann man sie nicht. Die Theorie ist relativ weit verbreitet und ergibt irgendwo ein Stück weit Sinn. Die Kanda hat Fisch. An manchen Stellen kommt man an denen wahrscheinlich auch einigermaßen ganz gut ran. Das mag ja auch vor ein paar hundert Jahren ja auch durchaus noch mal einfacher gewesen sein, möglicherweise. Da war der Fluss noch nicht ganz so tief eingeschnitten, noch ein kleines bisschen weiter oben geflossen. Vielleicht war er da auch möglicherweise noch ein Hauch breiter. Weiß nicht, ob das vom Fischen einen Vorteil bringt, wahrscheinlich eher weniger. Aber ich meine, der Kerl hat hier ja gewohnt, er hatte also Zeit zum Fischen und hat ansonsten wahrscheinlich den ganzen Tag auch nicht viel gemacht. Leider ist da drüben, wie ihr gerade mitbekommen habt, auch die Straße. Ich bitte also trotz meines guten eindirektionalen Richtmikrofons zu entschuldigen, wenn der Straßenlärm ein wenig laut ist. Aber das Ding ist nun mal da, wo es ist. Und die Besichtigung lohnt sich, denke ich, dann doch. Ne? Also, das ist die einfachste Lösung. Der lebte hier einfach in Abgeschiedenheit, weil er keinen Bock auf Leute hatte. Das kann ich manchmal verstehen. Und Fisch hat er gegessen, weil er Bock auf Fisch hatte. Ne? Also im Grunde war das Gollum. Wir gucken uns also jetzt Gollums Höhle gleich an. Ja, Variante Nummer 2. Ja, hier lebte ein Bruder. Man hat ihn Bruder genannt. Ob er wirklich so ein richtiger Mönch war, das weiß man nicht genau. Man vermutet, er könnte vor jemandem auf der Flucht gewesen sein. Vielleicht ist er aus dem Kloster abgehauen und hat sich dann hier versteckt. Allerdings hatte er eben Ahnung von verschiedenen Substanzen und soll mittels geheimer Tinkturen, die er hier in seiner Höhle angemischt hat, die unter anderem aus geriebenem Kalk bestanden haben sollen und diversen anderen geheimen Zutaten, Pflanzensäften, was auch immer, wahrscheinlich mit der goldenen Sichel bei Vollmond geschnittener Mistel von der Eiche gammligen Fisch, zusammengemixten Tinkturen soll er hier versucht haben, unedle Metalle in Gold zu verwandeln. Und eines Tages ist ihm das wohl auch gelungen. Da hatte er so einen Durchbruch und hat in seiner Höhle tatsächlich zum ersten Mal Gold hergestellt. Und damit ist er dann hoch losgezogen nach Basel. Da muss man jetzt dazu sagen, das ist jetzt gar nicht mal so weit weg. Da kommt man in den Tagesmarsch hin, gerade zu mittelalterlichen Verhältnissen, wo die Leute gewohnt waren, weite Strecken zu Fuß zu gehen, da ist das dann schon machbar. Ja, und da hat er dann eben versucht, sein Gold zu verkaufen. Damals wie heute haben die Schweizer ein gewisses Interesse an Gold, sagt man ihnen ja nach, ne? Der übliche Schweizwitz, da war er wieder. die haben ja auch noch nie irgendwo Nazi-Gold gesehen. Nein, nein, da wissen wir nichts von. Da haben wir keine Ahnung zu und sind neutral. Jedenfalls haben die Schweizer ihn dann in den Basler Knast geschmissen, weil er ihnen unzuverlässiges, nicht aus dem Schweizer Nummernkonto stammendes Gold verkaufen wollte. Das fanden sie wohl irgendwie nicht koscher. Ja, und da verlieren sich dann die Spuren des Bruders aus dem Brudersloch. Und niemand hat jemals wieder etwas von ihm gehört. Ja. Leider hat er auch das Geheimnis, wie man Gold aus unedlen Metallen herstellt, mit
wo auch immer er abgeblieben ist, dahin mitgenommen. Ja? Es gibt vielleicht, jede gute Geschichte verdient es, ausgeschmückt zu werden, einen Zusammenhang zwischen dem Bruder, der sich hier im Brudersloch versteckt hat, und unserem Nordschwarzwälder Geistwesen, dem Holländer Michel. Der Holländer Michel, da gibt es jetzt nämlich Gerüchte, der soll damals die großen Baumstämme aus dem Schwarzwald, über die Flüsse des Schwarzwaldes, aus verschiedenen Tälern des Schwarzwaldes, ne, bis in den Rhein geflößt haben, also auf dem Stamm stehend mit einer riesigen Stange den Stamm durch den Fluss lenkend bis in den Rhein, das Ganze ab nach Holland und für viel Gold verkauft haben. Ja, also in die Niederlande heute, aber damals nach Holland. Und ja, das könnte sein, aber andererseits, der muss ja auch erstmal initial irgendwo Gold herbekommen haben. Und da könnte man jetzt eben munkeln, dass der geheimnisvolle Bruder aus dem Brudersloch, der hier Gold hergestellt hat und dann verschwunden ist, vielleicht ist er einfach nur rein abwärts gezogen bis in den Nordschwarzwald, um dort dann eben mit seinem Initialgold das Flößerhandwerk aufzumachen, um zu noch mehr Gold zu kommen. Naja, jedenfalls der Holländer Michel, das ist so ein böser Waldgeist, der gilt jetzt als nicht besonders liebenswürdig. Der neigt nämlich dazu, den Leuten, die zu ihm kommen und gefälligst auch was vom Gold abhaben wollen, neigt er dazu, als kleinen Pfand für das viele Gold ihr Herz kassieren zu wollen. Und dafür kriegen sie dann ein viel praktischeres, angenehm kühl im Sommer und viel weniger nervig, weil es tut nicht so weh und so weiter und so fort, steinernes Herz. Und wenn man da eben hingeht, dann muss man diesen Tausch vollziehen. Da wird das Herz gegen ein steineres Herz ausgetauscht. Das richtige Herz behält er dann in so einem lustigen Einmachglas von der Firma weg. Und damit ja, macht er dann Dinge. Ja, das weiß man nicht so genau, das will er halt haben. Ja, und dafür gibt es dann Gold. Und wenn du dann dein Herz wieder haben möchtest, weil du feststellst, dass so ganz emotionslos Leben auch doof ist, ja, dann wird das Ganze problematisch. Ne? Ja, und wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, das ist ein und derselbe hier, der Bruder aus dem Brudersloch und eben der Holländer Michel aus dem kalten Herz von Wilhelm Hauff. Letzteres ist wenigstens schriftlich fixiert. Die ganze Brudersloch-Sage habe ich den genauen Wortlaut leider nicht gefunden. Ich suche aber mal noch, vielleicht finde ich es ja nachträglich dann noch, wenn ich ein bisschen mehr Zeit zum Suchen habe. So, damit haben wir die Theorie auch schon durch. Jetzt kommt die Praxis, die gestaltet sich dahingehend etwas schwierig, dass der Weg zum Brudersloch, das ist der Weg zum Brudersloch, den man bitte auf eigene Gefahr begehen darf. Ja? Jetzt bin ich ja leider nicht Kletterer, also so gar nicht, weil ich ja Höhenangst habe. Das Ding traue ich mir aber schon noch zu. Allerdings würde ich dafür gerne zwei Hände verwenden und habe blöderweise keine Kopfhalterung für meine Kamera. Daher, ja, ist ein bisschen schade. Ich würde euch ja gerne den Aufstieg antun, aber ich mache das jetzt ohne Kamera. Ne? Und wir sehen uns dann oben.
Ja, da haben wir dann auch schon die Entstehungsgeschichte vom Brudersloch. Man kann da an der Decke wunderbar sehen, dass von da das Wasser reingekommen ist. Also Höhlen, die so hoch sind und dann so ausgespült, in Anführungszeichen, sind im Regelfall tatsächlich genau so entstanden. Also einmal ein Wassereinbruch von da oben, eine Kluft, sprich ein Riss im Stein hier über uns, der sich dann nach und nach eben verbreitert hat, weil immer mehr Wasser hier durchgeflossen ist. Das dürfte Jahrtausende, Jahrhunderttausende vielleicht, Jahrzehntausende Minimum gedauert haben, bis sich das dann eben entsprechend so ausgefressen hatte, wie das jetzt der Fall ist, oder zumindest mal ein Jahrzehntausend, weil ich bin da kein ausgesprochener Experte, aber ich gucke mal nach, ob ich da noch vielleicht noch irgendwelche Zahlen dazu finde, die dann möglicherweise ein bisschen realistischer sind. Ja, andererseits haben wir hier auch diese verdächtige Mittelstele, die ich hier gerade anleuchte. Das könnte also auch sein, dass wir hier einen Fließeffekt gehabt haben, ne? Also hier unten. Also ja, sicherlich auch denkbar, weil das Höhlchen ja doch ein Stück weit lang ist. Ja, und hier eben entsprechend ist dann auch schon wieder Schluss. Aber auch nach da hinten, da geht auch wieder, was man jetzt gerade durch den Schattenwurf meiner Lampe gut sehen kann, ein entsprechender Spalt nach hinten. Das wäre also auch, und oben ist auch, nee, da ist Schluss. Da ist Schluss. Aber das wäre durchaus vorstellbar, dass wir da einen Wasserfluss gehabt haben, der das Ding von hier hinten eben auch nochmal zusätzlich ausgespült hat. Also einmal von oben den Frontbereich und von hier hinten eben auch nochmal Wasser rausfließend. Andererseits ist hier der tiefste Punkt, ja, mit natürlich ein bisschen Feuerholz rumliegend. So eine richtig geile Idee, da hinten ein Feuer zu machen, dürfte das aus Sauerstoffgründen nicht unbedingt sein. Ich glaube schon, dass man hier jetzt nicht direkt gleich erstickt, aber gefährlich ist das schon, allein wegen Kohlenmonoxid, weil eine richtig schön saubere Verbrennung kriegt man hier eh nicht hin. Und Kohlenmonoxid wird sich dann hier in der Hohle relativ schnell sammeln und ja, dann ist man tot. Ist also wirklich keine so gute Idee. Andererseits, das hier, schaut mal. Da, das könnte doch durchaus als Bettchen durchgehen, dieser Bereich. Also ich finde da, das kann man sich schon vorstellen, dass sich da jemand hinlegt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Westwegwanderer wäre, nein, habe ich nicht gemacht, aber wenn ich nochmal Westwegwanderer wäre und eine schöne Isomatte habe, so ein schönes Aufpuste-Dingens, dann würde ich mir jetzt fast zutrauen, zumal meine ja relativ schmal ist, da hinzupassen. Ne? Ich weiß, ihr hört mich gerade schlecht, geht gerade nicht anders. Würde ich mir schon irgendwo zutrauen. Und von daher ist das also schon eine sehr, sehr, sehr coole kleine Höhle, dieses Brudersloch, wo man ja durchaus vielleicht mal übernachten könnte. Und gut, ich rieche ja nichts, ne, wegen Schnupfen, aber ich rieche hier auch nicht, dass das Ding allzu häufig als Klo missbraucht worden wäre. Das ist dann ja immer so ein Ausschlusskriterium, wenn solche Orte dann zugeschissen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber davon merke ich jetzt relativ wenig. Und ja, also echt, ist eine Höhle. Ist wirklich, wirklich eine Höhle. Und der Bär hockt nicht drin. Also jedenfalls habe ich ihn noch nicht gesehen. Vielleicht ist er hier noch irgendwo. Bär, hey Bär. Nein, kein Bär da. Er ist wie auf bestimmten Inseln in Kanada. ja, und ja, das ist es. Das ist die Bruders Höhle. Ich finde sie sehr cool und ich wollte euch einfach mal daran teilhaben lassen. Und wie ihr wisst, traditionell, es muss beim Adventskalender auch mal eine kurze Folge geben. Und das ist jetzt diese hier. Ne? Andere Folgen haben dafür dann wieder ein bisschen Überlänge. Jetzt gucken wir uns nochmal schön die Decke an. Schöne Decke. Oh, da ist auch nochmal ein interessanter Spalt.
schöner, interessanter Spalt. Und der Kalk ist sehr schön weiß hier. Ja, das ist schon interessant. Übrigens der Karsteffekt, also die Tatsache, dass das Ding hier wahrscheinlich vom Wasser gebildet worden ist, das dürfte auch schon eine Weile her sein, weil man halt nirgends auch nur Ansätze von Tropfsteinen findet. Bedeutet, es muss mal irgendwann vielleicht mit einer Doline, die wir in einem anderen Teil des Adventskalenders schon gesehen haben, eine ganz, ganz große, vielleicht sogar in Verbindung stehen, weil die ist ziemlich genau hinter der Höhle, ne? Also da hinten. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang, könnte ich mir vorstellen. Aber ja, ich guck mal, ob ich noch zusätzliche Infos zu dem Ding finde. Und ansonsten ist hier jetzt Schluss. Sollte ich noch was finden, kriegt ihr jetzt noch irgendwelches Voice-Over-Geplörre zu hören. Macht's gut, bis morgen. Und nicht böse sein, dass mal ein bisschen kürzer ist. Das muss auch mal.